you feel the dragon fire? Sind wir wieder nach dem zweiten Kodierungsfehler? Das ist doch toll. Wunderbar. Interessant. Online, online, live, live. Läuft wieder. Wunderbar. So. Sorry, Leute. Ich weiß nicht, was meine Grafikkarte will, macht, was auch immer. Um in die Hocke zu gehen. Danke dir, Kim. Kann ich springen? Yes. Sehr schön. Schon etwas her, seit ich gespielt habe. Wunderbar. Bin zu Hause. You shall not pass. Der Weg ist versperrt. Die Toten haben ihn angelügt. Die Toten halten ihn. Der Weg ist versperrt. Batterie. Mit R tut man die Batterie nachladen. Wie reload. Ja, ja, alles gut. Kein Netz. Mitiert. Oh, Lesestunde mal wieder. Murkoff Psychiatric Systems Projekt Wall Rider und Massive Corporation. Patient, Initialen Billy. Behandelter Arzt Dr. Carl Houston. Patient behauptet in selbstgesteuerte luzide Traumphasen vorgedrungen zu sein. Morphogenetische Antriebsaktivität in beispiellosem Umfang beobachtet. Fahren fort mit Stufe 4 Hormonen. Diagnostik Spirometrie ergab keine bronchiale Akkumulation. Hämatokrit, Zentrifugierung zur Trennung von Erythrozyten erneut fehlgeschlagen. Höchst besorgniserregend. MRI ergab arrhythmische REM-NEM-Zyklen. Lachen in NREM-Phase. Anmerkung. Billy erkundigte sich nach dem Status der Klage seiner Mutter gegen Murkoff und die Psychiatrie. Dies deutet auf eine katastrophale Sicherheitslücke hin. Trotz Billys Beteuerung, er habe die Wahrheit in den Blutträumen von Dr. Trager entdeckt. Anmerkung, die einzige Person namens Trager, die in den Unterlagen des Unternehmens aufgeführt ist, ist ein gewisser Richard Trager, ein Angestellter von MRD. Das gesamte Pflege- und Sicherheitspersonal muss befragt und die Videoüberwachung verbessert werden, um biometrische Daten zur Analyse erhalten. Murkoff Psychiatric Systems Projekt Wall Rider Mount Massive Corporation. Sehr schön.
Lass mich rein. Ich muss schiffen. Aha, doppelt. Schon wieder. Doppelt. Doppelt. Danke dir, Kara. Vielen, vielen lieben Dank für den Sub. Und jetzt sehr schön. Jetzt haben wir hoffentlich keine Probleme mehr mit den Doppelten. Vielleicht. Und moin Kara nochmal. Vielen, vielen lieben Dank für den Follow. Danke dir, mein. Danke dir. So. Wash your hands. Avoid contamination. Sieht das lecker aus. Nee. Cola, drink it. Nee. Ihr habt ein Leck. Hi. Er muss die Leiche hin. War doch gerade eine Leiche. Ah, da rein. Ist hier irgendwas? Batterien oder so? Hast du eine Batterie für mich? Hast du eine Batterie für mich? They killed us. They got out. The Varians. You can't fight them. You have to hide. You can unlock the main doors from security and control. Batterie sparen. You have to get the fuck out of this terrible place. Kann ich den Haken nehmen? Woran hängst du überhaupt? Woran hängst du hier? Fetti! Fett. Wenn man nur ne. Wo ist der Predator? Ja! Falls man eine helfende Hand braucht, so zum Abwischen oder so, ziemlich praktisch. Kann ich mir gut vorstellen. Hier ist Fatty reingegangen. Oh Gott. Moment. So, wieder da. Sorry. Telefon hat geklingelt. Das Telefon war scheiße. Hab ich erschrocken. So. Little Fake! Ah!
Who are you, then? Ich bin dein Vater. I see. Merciful God, you have sent me an apostle. Guard your life, son. You have a calling. Proclaim the Gospel. Ich will Gospel Core. Deine Ziele wurden aktualisiert. Gut hießen. Ich bin drin. Sehr schön. Ich bin drin. Überall Leichen, Blut, Verbrennungen, Köpfe aufgereiht wie Flaschen in einer Bar. Tote Murkoff-Wissenschaftler hängen von der Decke. Auf ihren Namensschilder steht Murkoff Advanced Research Systems. Murkoff hat seit langem aus angeblich Wohltätigkeitsprojekten Profit geschlagen. Bescheißt die dritte Welt und scheffelt eine weitere Milliarde. Wie wollte Murkoff Geld mit einem Haus voll Verrückter machen? Ein Mitglied einer Art Spezialeinheit wurde aufgespießt wie ein Schwein. Erzählt mir, ich soll hier verdammt nochmal verschwinden und stirb dann. Das hätte ich wissen sollen, als ich noch auf dem Weg raus konnte, den ich reingekommen bin. Jetzt hast du verkackt. Selber schuld. Hey, hier ist der Ausgang. Habe ich Fußabdrücke? Nee, schade. Nochmal zum Lesen. Murkoff Corporation, Abteilung Vereinigte Staaten, Vollziehungsbefehl, Fallnummer 29, 47, 58, 104. Betreffend den Zugriff auf Psychiatriezentrum Mount Massive, Murkoff's Psychiatric Systems, Mount Massive Wilderness Area, Country Road, Take Me Home, 112. Eides stattliche Erklärung wurde von dem Direktorenausschuss seitens der Murkoff Hardline Security geliefert. Die Grund zu folgender Annahme hat katastrophaler Sicherheitsbruch im Psychiatriezentrum mit drohender Gefahr von Umweltschäden. Nach unserer Überzeugung erfordert das durch Eides stattliche Erklärungen und Zeugenaussagen erbrachte Beweismaterialien akute Maßnahmen seitens der und rechtfertigt die Ausstellung dieser Berechtigung. Sie werden hiermit aufgefordert, vollen Zugang zu allen Einrichtungen und seinen Repräsentanten volle Autorität zu gewähren. Durch die Entgegennahme dieses Dokuments verzichten Sie und alle lebenden Anverwandten auf jeglichen Anspruch auf ein Gerichtsverfahren gegen die Murkoff Corp. oder ihre Tochterunternehmen aufgrund von Maßnahmen der MHS oder aufgrund der Umstände die entsprechenden Maßnahmen bedürfen, ungeachtet jeglicher Zuständigkeit. Sehr schön. Wunderbar. Ich brauche den Bildschirmschoner. Hier. Über den Gandalf-Bildschirm schon nach. Zählt Batterien. Nein, noch mehr zum Lesen. Davor trinke ich hier was. Murkoff's Psychiatric Systems Projekt Wallrider. Mount Massive Corporation, Fall Nummer 136. Patientinitialen Walker. Datum 28.05.2013. Erste Patientenbefragung zu 11. Alter des Patienten 32, männlich. Dr. Rudolf Wernicke. Therapiestatus: morphogenetische Antriebsaktivität stabilisierte sich etwa gegen 20. Fortfahren mit Stufe 3 Hormon, Risiko behaftet. Diagnostik-Spirometrie ergab leichte bis mittlere bronchiale Akkumulation, MRI-Scans übereinstimmen mit gemeldeten Träumen des Patienten.
Anmerkungen: Orko wurde aufgrund seiner selbst zugefügten Verstümmelungen in Fixierung befragt. Die Fixierungen mussten aufgrund seiner enormen Körpergröße angepasst werden. Extensive dermale Eruptionen in Nebel zur übereinstimmend mit fehlgeschlagener morphogenetischer Antriebszellaktivität. Er gibt an, die Entfernung seiner Stirnhaut erlaube ihm eine wahre Sicht, vermutlich zurückzuführen auf eine Art Kindheitserfahrung mit Tuatara-Echsen und ihre parietalen Augen. Er zeigte sich besonders über sein Fleisch, insbesondere um seine Lippen und Nase herum. Das Pflegepersonal sollte angewiesen werden, auf weitere Selbstverstümmelung zu achten. Die mentale Traumata, die er während seines Dienstes in Afghanistan erlitten hat, scheinen den Fortschritt des MA-Prozesses zu behindern. Seine forschende Fixiertheit, verstärkt durch die Therapie, stellt eine manische Übertreibung militärischer Sicherheitsprotokolle dar. Eine Fortsetzung sowohl chemischer als auch physischer Fixierungen wird nachdrücklich empfohlen. Ja, Kara, gute Besserung auf jeden Fall. Vielen, vielen lieben Dank für deinen Follow. Vielen lieben Dank fürs Vorbeischauen, Kara. Und gute Besserung und ruh dich aus, mein Lieber. Schlaf schön. Und danke nochmal. So. Eine Hand, die deinen Namen drückt. Rolli! Mike oder Rombo? Bist du Mike oder bist du Rombi? Rolli. Rombo? Bundesliga? Krass. Ameisenfußball. Eine Reihe gerochener Männer starrt auf einen leeren Fernseher. Sie sehen aus wie Patienten. Sie haben überlebt, was hier geschehen ist. Aber sie sind nur noch eine Hülle. Also ich könnte noch eine Hülle gebrauchen für mein Handy. Du hast da was auf dem Rücken. Ich habe mich im Kreis gedreht. Toll. Runder Tisch ist super. Wenn man so einen Tisch hat, dann kann man schön außen rumrennen. Eine Karte. Schlüsselkarte für das Sicherheitsterminal. Danke dir. Lass dich nicht so hängen. Die Schlüsselkarte für den Sicherheitsterminal. Sehr schön. You shall not pass. Okay. Rolli, seh dich doch. Ich hätte was bumm gemacht. Hallo? Ihr seid brav, oder? Ihr seid brav, ihr seid brav. Ihr macht mir nichts, ihr seid brav. Sehr schön. Wunderbar. Und Rolli, was geht? Kriech! Kriech, bevor ich dir noch einen Tritt vergebe. Überraschung! Ja, ich muss den Bot noch ein bisschen. Ein Fahrstuhl! Gut. Da geh ich gleich hin.
kannst nach hinten schauen, indem du im Laufen Kure. Ich mag nicht mehr. Witness. Zeugen? Zeugen. Der Zeuge. Ich bin schon zu Tode geprügelt worden, habe mir Glassplitter aus dem Kopf gezogen, einige Rippen sind gebrochen, wurde von einem deformierten Riesen beinahe getötet. Er sieht aus, als wäre sein Kopf mit einer Käsereibe bearbeitet worden. Er wirft mich durch eine Wand, schlägt mich bewusstlos. Beim Aufwachen nennt mich ein teigiger alter Mann mit einem Gesicht wie ein säufischer Kindergrabschar seinen Apostel. Darum habe ich ihn nicht gebeten. Überall sind Worte mit Blut geschrieben. Ich habe das üble Gefühl, dass der Priester das für mich und zu meinem Wohl tut. Oh, nochmal. Blut. Super. Nicht den Kopf verlieren. Ne, der hat doch einen Kopf. Batterie? Vielleicht? Bitte? Ja, da, dann. Toll. Toll, wirklich toll. Ach, die Fenster zu, es zieht. Die blöden Türen gehen noch kaputt. Da hinten ist er hingelaufen. Why should we have to pay for it? Why do we have to die? Walker will kill us just for being sick. We're some people. We didn't choose this. Mm-hmm. Journal von Helen Granat. Betreff Project Warrider. Inspektion vor Ort. Sehr geehrte Damen und Herren, aufgrund des bevorstehenden vollständigen Berichts sind keine sofortigen Maßnahmen seitens der Murkoff Corp erforderlich. Das Profitpotenzial von Project Warrider verbleibt unverändert hoch. Die vier Todesfälle enthalten ausreichend uneindeutige Daten, um das Gerichtsverfahren im Fall der korrekten Handhabung des Beweismaterials zu unterbinden. Project Warrider bleibt gefährlich und es besteht eine hohe Wahrscheinlichkeit weiterer Verluste, was die bereits verzeichnet betrifft. So ist das familiäre sowie seitens der Regierung geäußerte Interesse an den Patienten derartig gering, dass keine rechtlichen Maßnahmen zu erwarten sind. Die Gewalt unter den Patienten steigt, je weiter sich die morphogenetischen Antriebstherapie der Produktion von Arbeitsmodellen nähert. Doch eine Kombination aus chemischer und physischer Fixierung hat sich als hinreichend effektiv erwiesen, um weiterhin Kontrolle und Profit zu gewährleisten. Hochachtungsvoll, Helen Granat. Murkoff Schadensabteilung. Ja, du hast einen Schaden. Dann gehen wir mal ins Sicherheitsterminal. Da sind Schränke. Schränke sind zum Verstecken da. Wieso sollen wir uns verstecken? Ich will nicht. Mach dir Ding zu. Kann ich's abriegeln? Ich will abriegeln. Hallo. Tippst auf die Pfeiltasten. Oh, Priester, hi! Das Licht ist aus, wir gehen nach Haus, Rabbim. Ich höre jemanden atmen, Fetti. Wunderschön.
Tschüss, Fetti. Wo ist Fetti hin? Hier, da hinten ist Fetti, da gehe ich nicht hin. Der war im Keller. Ihr habt einen Lag. Rohrbruch. Okay, hier kommt Fetti nicht durch. Das ist schon mal gut. Lesen. M-Kultra-Programm. CIA-Dokument Nummer 190691. S1 Auszug. An Akte betreff hypnotische Experimente und Forschung. 10. Februar 1954. Am Mittwoch, den 10. Februar 1954, wurden die hypnotischen Experimente und die Forschung im Gebäude 13 in Mount Massive Preserve in Colorado mit folgenden Testpersonen fortgesetzt. Text gekürzt. Es wurde eine Posthypnose der vorangegangenen Nacht, Fingerzeig, du schläfst, durchgeführt. Miss Jackson und Miss Pierce fielen sofort ohne weitere Anweisungen in einen tiefen hypnotischen Zustand. Miss Pierce wurde dann angewiesen, sie hatte vorher ihre Angst vor jeglichen Feuerwaffen zum Ausdruck gebracht, alle ihre zur Verfügung stehenden Mittel zu nutzen, um Miss Jackson, die sich nun in einem tiefen hypnotischen Schlaf befand, zu wecken. Wenn ihr dies nicht gelänge, sollte sie eine in der Nähe befindliche Pistole ergreifen und diese auf Miss Jackson abfeuern. Ihr wurde gesagt, dass ihre Wut so groß sei, dass sie nicht zögern würde, Miss Jackson zu töten, wenn diese nicht aufwacht. Miss Pierce führte diese Anweisung genau aus, feuerte auch die ungeladene Luftdruckpistole auf Jackson ab und fiel anschließend in einen tiefen Schlaf. Nach entsprechenden Anweisungen wurden beide geweckt und konnten sich an den Vorfall nicht erinnern. Miss Pierce wurde die Pistole erneut gereicht, die sie aber im wachen Zustand nicht berühren oder vom Therapeuten entgegennehmen wollte. Sie stritt den vorgegangenen Vorfall vernehmend ab. Wunderschön. Zimmer im Keller. Hey. It's me, Mario. Die Gaspumpen 1 und 2 und der Hauptschalter. Patsch, pitsch, patsch. Das wäre mal eine Pumpe, würde ich jetzt mal behaupten. Und tschüss. Da läuft wer. Ist das Fetti? Fetti. Fetti, komm ich holen. Hi. Du bist nicht Fetti. Nee. Nee, da darfst du nicht rein. Guckst du hier auch rein? Wie dein Geist, ja, genau. Ghostbuster. Hi, was für eine Pumpe war damit an.
Dach, dann renne ich zum Pumpenraum. Seh ich nicht. In your face. Hi. Ich bin kein Doktor, noch nicht. Oh, hi. Battery. Ich bin nicht da. Hi. Komm raus. Spiele, kleiner. Solange er mich nicht an den Füßen zieht, ist doch alles gut. Hier war eine kleine Miezekatze. Oh, wie schön. Ich habe die Miezekatze verpasst. Ich bin immer noch keine Miezekatze. Mir weh. Da tut mir die Katzen nicht weh. Ich habe zu viel Ark gespielt, ich will mit E die ganzen Türen öffnen. Hi, Kevin. Hinauf in den Himmel. Ja, ich bin tot. Oh, Hauptschalter. Er kommt. Ich bin nicht da. Bin nicht da. Ich renne. Ich bin sportlich. Ich bin Sportsmann. Kehre zum Sicherheitsterminal zurück. Ja, das mache ich doch gerne. Wo? Die Kamera hat sich bewegt. Jemand ist im Sicherheitsterminal. Oder macht die es automatisch? Die Tür ist kaputt. Nochmal. Fetti. Toll. I'm sorry, my son. I didn't want to have to do this to you. But you can't leave. Not yet. There is so much yet for you to witness. Will you see it? Can you? Our Lord, the Wall Rider, tearing his truth into the unbelievers. The only way out of this place is the truth. The low rider. Accept the gospel. All doors will open before you. Ah.
Ja, ich bin bekloppt. Ich bin bekloppt. Notiz. Der Priester, Vater Martin, hat mich hierher gebracht, um mir etwas zu zeigen. Glaub, ich sei sein Zeuge, für welchen bescheuerten Blödsinn auch immer. Dieser Dr. Wernicke hat mit dem zu tun, was hier schiefgelaufen ist. Aber er ist vor mehr als 10 Jahren gestorben. Ruhe in Frieden, steht mit Blut an der Wand geschrieben. Wunderbar. Hi. Danke dir. Netter Job. Ich sehe dich an. Ich sehe dich an. Wer ist hier drin? Kann ich aufmachen? Kann ich aufmachen? Wer rennt hier? Hi, Kevin. Du brauchst eine Spange. Was hast du dir rausgerissen? Du mir in Umarmung. Ein Zyklop. Tschüss. Who's this? It's me. Maybe Father Martin's man. Maybe. He looks nervous. I would like to kill him. As would I. The preacher asked us not to. It would be impolite. Not here. We give him a running start. There's an idea. And when we kill him, we kill him slow. Such patience. I want his tongue. And liver. They are yours. God always provides a way. Follow the blood. God gibt dir immer einen Weg. Folge dem Buch. Er hat keine Hose an. Hi. You look like you've seen a ghost. Ich hab einen Warrider gesehen. Rolli. Don't trust them. They'll tell you it's science, but they're in my blood and they want to get out. They were waiting for us in this place. Billy understood. They've always been here. Okay. Okay. Sleep no more. Space. Leave me alone. Hi. Was hast du mit deinem Mund gemacht? Wie isst du? Are you waiting for some other science? If you only want to leave this, before we back no more sleep. Hi, Kevin. Wieso sollte ich mich verstecken? Kommt hier irgendwas? Zeitig. Hi. Vergewaltigung. Dieser verdammte Ort. Ganz ehrlich, dieser Scheißort. Sterben gehört hier zu den weniger schrecklichen Dingen.
Pause. Ich bin der Perverse, ja? Okay. Danke. Ich bin krank. Dann bin ich doch genau richtig hier. Kann ich zu dir rüber klettern? Nee, schade. Hey. Lass mich nicht zurück. Hast du was für mich? Oh, da hinten standen oben die zwei bekloppten, nackigen, die mich fressen wollen. Okay. Ja, hier waren die beiden bekloppt. Das ist eine Corona-Dusche. Sehr schön. Aua, hör auf zu ruckeln. Was hat dir die Dusche angetan, dass du jetzt ruckeln musst? Das finde ich nicht okay. Ruckel, 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 ruckel. Ruckel, 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 ruckel. Öffne das Spiel bitte wieder. Öffne bitte das Spiel wieder. Spiel. Danke. Toll. Hat er gerade geöffnet und... Ah, jetzt. Es ist offen. Es ist offen. Ah, jetzt ruckelt es auch nicht mehr. Sehr gut. Down the drain. Down the drain. Durch den Abfluss, durch den Abfluss. Hey. Journal von Wolfram zu An Grant. Kunstprogramm für Patienten. Patient Vater Martin Archibald. Helen, Dr. Zeichner hat mir ihre Kontaktdaten gegeben, damit ich mich mit ihnen wegen der Einstellung des Kunstprogramms in Verbindung setzen kann. Mein Patient Martin Archibald hat in seiner Therapie aufgrund der Fingermalerei enorme Fortschritte erzielt. Noch in der Woche der Einstellung des Kunstprogramms haben seine schizoaffektive Behauptungen von einer höheren Berufung sprunghaft zugenommen. Lassen Sie ihn bitte die Fingermalerei fortsetzen. Die wenigen Dollar, die Sie bei der Farbe einsparen, werden von den Kosten für das Clozapin mehr als geschluckt. Ich verstehe die Logik dieses Spiels nicht. Außer Murkoff möchte erreichen, dass sich unsere Patienten immer weiter von der Realität entfernen. Bitte sagen Sie mir, wie ich weiter vorgehen soll. Dr. Neil Wolfram. Down the drain. Ah, wir sind hier. Wenn du Türen schließt, kannst du Verfolger abbremsen. Das ist doch toll. Ich werde verfolgt werden. Noch mehr Türen. Hier ein Bett zum Verstecken. Ah, hi. Da habe ich die Klinik. They were experiments. They were rituals. Conjuring. Erzähl weiter.
erzähl. Sind nur Dose. Schlaf schon, Reggie. Und vielen, vielen lieben Dank, dass du vorbeigeschaut heute. Danke für dein Host. Und bis bald. Bis gerne. Danke. Danke dir vielmals. Schlaf schön, mein Lieber. Bis bald. Schlaf schön. Hast du wem verkloppt? Kann ich hinter dir? Ich will ins Zimmer. Ich will in das Zimmer. Ich will in das Zimmer. Ich will in das Zimmer. Danke schön. Tschüss. Eine Batterie. Sonst nichts. Okay, eine Batterie ist geil, aber trotzdem. Ja. Du hast eine geile Keule. Kann man noch zweideutig. Danke dir, Reggie. Danke. Nein! Lauf. Wo ist die Tür? Schließ die Tür. Schließ die Tür. Ist sie abgeschlossen? Keine Ahnung. Tschüss. Ich bin nicht da. Das war nur eine Mietkatze. War nur eine miese Katze. Tot. Ja, ich bin tot. Das hast du sehr gut erkannt. Sehr, sehr gut erkannt. Follow the blood. Sehr schön. Danke dir. Ich muss da. Und tschüss. Security, das ist doch gerade reingegangen von der anderen Seite. Paragons of patience.
It's Job-like in the suppression of our desires. But now... Machetes. Now we indulge. Yeah. His tongue and his liver. Yours. Mine. Kommt rum. Sieht aus wie ein Affe. Coole Frisur. Ich lass mich mal hängen. Leave me alone. Back, no more sleep. Sie sind weg. Oh, wie schön. Le Journal. Murkoff Corporation PG Wartungsnotiz. Die ordnungsgemäße Wartung der Reinigungsstore ist wichtig für die Sicherheit von Projekt Wallride. Schauen Sie im Murkoff Corp Wartungshandbuch MMPS MM180286 nach oder wenden Sie sich an einen Vorgesetzten mit Sicherheitsberechtigung. Toll. Wieso laufen die immer weg vor mir? Ich soll dem Blut folgen, ich will aber hier reingehen. War das Fatty? Ich bin zu Fatty. Ohne Karte könnt ihr hier nicht reingekommen sein. Eigentlich. Entkomme durch die Duschen. Oh Gott. Tschüss. My God. He vanished. Oh, ich bin verschwunden. Ja, nicht without a trace. I detect sarcasm. It's my intention. He thinks we're assholes. Or stupid. Let's pull him in and slit his belly open. Wait. Just a moment. Tschüss. Ist Blut. Ja, natürlich. So. Ein Stuhl. Okay. Stuhlgang. Okay. Genickbruch, Hals- und Beinbruch. Doch, kann man so sagen. Du schielst.
Journal. Oder bin ich bei James Bond gelandet? Nein, leider noch nicht. Anbei finden sie eine Kopie des Totenscheins von Rudolf G. Wernicke, Auftragsnehmer Nummer 148616 von Murkoff Psychiatric Systems. Keine lebenden Verwandten. Start Colorado, bitte gegen das Licht halten, um Wasserzeichen zu prüfen. Akten 8732, Ort Colorado, Gemeinde oder Stadt, Mount Massive Preserve, voller Name Rudolf Gustav Wernicke. Aufenthaltsdauer in Gemeinde oder Stadt, in welcher der Tod eintrat, 0 Jahre, 7 Monate. Aufenthaltsdauer in den USA, falls ausländische Herkunft, 55 Jahre, Geschlecht männlich, Farbe, Rasse weiß, ledig, verheiratet, verwitwet, geschieden, bitte angeben, ledig. Geburtsdatum 20. Oktober 1918, Geburtsort Deutschland, Erwartung des Todes 28. Februar 2009. Hiermit bestätige ich, dass ich den Verstorbenen vom 4. Juni 2003 bis zum 28. Februar 2009 gepflegt habe und ihn am 27. Februar 2009 zuletzt lebend gesehen habe, bevor der Tod am bereits erwähnten Datum um 4.11 Uhr eintrat. Haupttodesursache und damit verbundene ausschlaggebende Ursache waren folgende: Herzversagen aufgrund von Altersschwäche. Echtheitszertifikat für eine korrekte Kopie der offiziellen Urkunde. Super duper. Und wo kamen wir? Von da. Und da kamen wir von den Duschen. Dann gehen wir links rum. Hier komme ich nicht durch. Hier sind Fenster. Fenster, Fenster, Fenster. Security. Ich komme in die Security rein. Will ich den Knopf bedienen? Ich gucke mich erstmal noch um. Bildschirm schon. Oh, ja, danke. Tschüss. Ein Knopf, der deinen Namen trägt. Hi, Fatty. Hi, Fatty. Hi, Fatty. Hi, Fatty. Hi, Fatty. Kommst du durch? Er kommt durch, er kommt durch, er kommt durch, er kommt durch. Ich dachte, hier war doch gerade noch offen. Aber gut. Es war hier noch offen. Vor einer Sekunde war hier noch offen. Toll. Also toll gemacht, Fatty. Vor einer Sekunde war die Tür noch offen. Zugezeugt aus seinem LKA, die mich macht durch den Kopf immer Teilsverlauf. Und dann das im Diktiergerät auf und in der ersten Person, während ich daneben sitze. Oh Gott, ja. Die Fatty hast du erstmal. Fatty, 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 Fatty. Nein, nein, nein. Hi, Fatty. Hi, Fatty. Tschüss, Fatty. Hi, Fatty. Tschüss, Fatty. Ich bin wohl umgefallen. Und tschüss, Fatty. Mein Ebenbild. Wie kenne ich die Kamera? Danke, 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 Fatty. Tschüss. Tschüss, Fatty. Hier ist zu. Fatty ist hier drüben. Ich mach die Tür hier auf. Kann ich durchs Feuer laufen? Da kann ich durchs Feuer laufen. Auch eine tolle Aussage von mir. Finde einen anderen Weg in die Duschen. Super doll.
Der ist ja runtergesprungen. Der ist ja runtergesprungen. Der ist ja runtergesprungen. Das ist wohl nicht so freundlich, wie er aussieht. Ja, aufbaut jein. Ja. Tschüss, Fetti. Ja. Er sollte mich hier nicht sehen können. Hi, Fetti. Tschüss, Fetti. Wenn ich nicht renne, dann sollte er mich nicht hören. Wenn ich nicht renne, sollte er mich nicht hören. Komm raus, wo immer du bist. Schnüffelt mich. Wenn ich nicht renne, hört er mich nicht. Wenn ich nicht renne, hört er mich nicht. Da ist ein Loch. Der sollte verdient sein. Ist hier noch irgendwas für mich? Nö. Tschüss, Fetti. Hat Spaß gemacht mit dir, Fetti. Hi, du Arsch. Ach, jo, Fetti, wo die anderen Leute verfolgt hat. Ich will gegen Fetti kämpfen. Hi. Bist du das Orakel? Du willst mir helfen? Dann hilf mir. Gut abschütteln, mein Freund, gut abschütteln. Kleine Spende. Ja. Hi, noch so ein Rolli. Du? Ich glaub doch. Dankeschön, du hast mich vor Rolli gerettet. Nee, das war kein Rolli, das war Stuhl. Das war Stuhli. Nirgendwo gibt's hier Batterien.
Wenn mich hier nichts anpackt, dann bin ich... Wenn mich hier nichts anpasst, dann bin ich enttäuscht. Platsch. Witness. Du bist ein Zeuge Jehovas. Hi. Hi. Gollum. Journal öffnen. Nachruf unter... Nein. Rudolf G. Wernicke. Dr. Rudolf G. Wernicke, Alter 90, verstarb am 28. Februar 2009 in Ausübung der Arbeit, die er liebte. Er wurde 1918 in München, Deutschland geboren und erlangte großes Ansehen in mathematischen und wissenschaftlichen Kreisen durch die Veröffentlichung eines Artikels in Kooperation mit dem früheren Computerpionier Alan Turing. Nach ungeklärten Verstrickungen mit dem deutschen Kriegstreiben wanderte er 1949 dank eines Visums des Staates, State Departments in die Vereinigten Staaten aus. Nach etlichen Jahrzehnten der Forschung im Auftrag der Regierung in Los Alamos setzte sich Dr. Wernicke in New Mexico zur Ruhe, wo er sich der Landschaftsfotografie und der Pflege seiner Katzen widmete. Kurz nach der Jahrtausendwende kam er nach Colorado, um sich an den Wohltätigkeitsprojekten der Murkoff Corporation zu beteiligen. In einer Erklärung des Konzerns wird Dr. Wernicke als ein wahrer Menschenfreund mit einem großzügigen Wesen bezeichnet. Er hinterlässt keine Hinterbliebenen. Der ist wie ich, der lebt und sein... Moin, Kathy! Freut mich, dich zu lesen. Schön, dass du vorbeischaust. Das ist hier dieser Kuno-Stream. So... Bisschen zum Abend, ein bisschen gruselig. Vorhin noch entspannt Northgard gespielt. Und jetzt ein bisschen durch Outlast gruseln. Nein. Du haust mich nicht. Seidig. Was habe ich vorhin gesagt? Ich wäre traurig, wenn mich keiner anfassen würde hier in den Gittern. Okay, das kann man auch falscher stehen, aber... Vielen lieben Dank, Katie, für deinen Host. Vielen lieben Dank. Oh! Ist hier noch ein... Vielen lieben Dank, Rombi, für dein Raid. Danke dir, Rombi. Vielen lieben Dank euch beiden. Oh, danke schön. Eieiei. Etwas verzählt? Was hat das Gift gesagt? Aber auch schön, dass Stream Elements zweimal postet. Moin Toki und mein Bloodcat. Im Gift waren es mehr als 7. Okay. Und da haben wir das Loch gefunden. Sehr schön. Wir sollen die Blut folgen, dann gehe ich andersrum. Ah, nachladen. Sackgasse. Sehr schön. Wallrider. Das Wort Wallrider taucht hier überall auf. Murkoff hat hier ein Experiment durchgeführt. Das Projekt Wallrider heißt aber... Vielen lieben Dank, Rombi. Vielen lieben Dank für deinen Sub. Danke dir. Und ich hab's. Man hört's nicht mehr doppelt.
So, wo waren wir? Das Wort Wallrider taucht hier überall auf. Murkoff hat hier ein Experiment durchgeführt, das Projekt Wallrider heißt, aber die Patienten sprechen von Wallrider, als ob es eine physische Präsenz wäre. Ein Geist oder Dämon. Etwas, das sie im Berg gefunden haben. Ich würde es gerne als schizophrene Einbildung abtun, aber ich habe etwas gesehen. Vielleicht war es eine kleine Störung in der Kamera oder vielleicht war ich auch langsam verrückt. Oder alles zugleich. So. Danke dir. Danke, danke. Aye. Noch ein Loch. Lecker Schmecker. Finde einen Weg aus der Kanalisation. Okay. Und Rombi, wie war Ark? Und Kefi, wie war dein... Wie lange hast du heute gestreamt? 12 Stunden? Auch schon seit 10 Uhr morgens hier? Kefi spielt CS? Ja, Toki. Schlaf schön, Toki. Vielen lieben Dank, dass du mit rübergekommen bist. Und schlaf schön. Und nochmal herzlichen Glückwunsch, Toki. Schlaf schön. Cooking Sim. Ah, Cooking Sim, nicht Counter-Strike. Schade. Dachte, ich hätte neben Mina und Co. noch jemanden. Für Counter-Strike. Vielen lieben Dank, Katie. Vielen lieben Dank für deinen Sub. Vielen lieben Dank, Katie. Danke dir. Sehr nice, Rombi. Aber anstrengend. Wenigstens hat es Spaß gemacht. Kann ich mir gut vorstellen. Mit Bleistift auf die Rückseite eines Aufnahmeformulars geschrieben. Handschrift gleich Schriftstücken des Patienten Vater Martin Archibald. Dieser Gott ist real. Was wir so lange für Geister, Gespenster, Wahnsinn hielten, wir haben es nur absichtlich ignoriert. Die Schuppen auf Sauls Augen waren Furcht. Und wenn wir hinter sie blicken, sehen wir wahrhaftig. Danke dir, nochmal danke dir, Kathy, und vielen, vielen lieben Dank, Bloodcat. Vielen lieben Dank für dein Follow. Danke dir, Bloodcat. Hoffe, dir gefällt's hier und man sieht sich öfters. Danke dir für den Follow. Dies ist das Geschenk des Warriders, das Evangelium des Suns. Die größte Sünde der Welt besteht darin, Gott absichtlich zu ignorieren, also eine Offenbarung zu erlangen und sie der wartenden Herde vor zu enthalten. Dieser Ort, sich der Erlösung in den Weg zu stellen, ist eine Sünde, für die keine Strafe zu hart ist. So. Die Treppe ist kaputt. So, dann finden wir mal einen anderen Weg. Ratten. Toll. Ah, hier sind wir wieder. Dann gehen wir mal hier durch, wo gerade der andere Typ durchgelatscht ist. So. Drehe zwei Ventile auf, um das Wasser abzulassen. Ah, dass wir da runter können. Sehr schön. Ventil. Prison Block Drain, Family Ward Drain. Zweite Tür links, erste Tür rechts. Okay. Erster Gang durch Tür. Und
Ist hier irgendwer? Fetti! Lang nicht mehr gesehen. Oh Gott. Er hat mich gesehen. Er hat mich gesehen. Er hat mich gesehen. Was mache ich hier? Du sollst weiterlaufen. Du sollst Fetti. Habe ich nicht gesehen, welche Richtung Fetti gelaufen ist. Ich gehe mal nach rechts. Moin. Kane, mein Lieber. Vielen, vielen, vielen lieben Dank für deinen Follow, Kane. Schön, dich zu lesen. Freue mich sehr. Fühl dich wohl hier und danke nochmal für den Follow. Rainbow. So. Ist hier noch irgendwas? Kommt Fetti um die Ecke? Schlaf schön, Kay, mein Lieber. Und nochmal vielen, vielen Dank für den Follow. Danke dir. Schlaf schön. Bis bald. Kann ich durch? Lass mich durch! Ich bin durch, lass mich ab! Du hast aber schöne Augen. Jetzt wird die traurig. Und er läuft nach links. Da, wo ich hin muss. Toll gemacht, Fetti. Danke. Hat's vollgebracht. Hi, Fetti. Tschüss, Fetti. Ich hab deine Nase. Laser pointer. Gehst du runter? Jetzt sollte das Wasser abgelaufen sein. Wo? Links oder rechts? Links oder rechts? Vorne. So, du blödes Viech. Lauf, lauf, lauf. Immer schön die Treppe rauf.
sportlich. Tschüss, Betty. Hat Spaß gemacht. Noch mehr Wasser. Schau mir nicht unter den Rock. Okay, ich bin nicht. Ich bin kein Shotjäger. Lass dich nicht so hängen. Es ist 20 Uhr mit 9 Minuten. Ich sollte nicht in heißen Dampf reinschauen. Hello there. Das ist genau dein Biorhythmus. Sehr schön. Finde einen Weg aus der Kanalisation. Ich will zum Lärm. Eieieiei. Lecker. Nesia fand ich aber. Wo ist der hin verschwunden? Hast du eine Batterie für mich? Doch, hast du. Aber ich fand Amnesia tatsächlich bisher gruseliger. Amnesia hatte ich mehr Probleme als bei Outlast. Oh, hi. You don't have to be scared of me. I can tell we're the same. You still know what's real. The doctor's dead, you know that, right? Dr. Wernicke died before he even started working here. Mm-hmm. What kind of experiments does a dead doctor perform on living patients? That's the question. Rombi, vielen lieben Dank für dein Raid. Danke für deinen Sub, Rombi. Und schlaf schön, mein Lieber. Danke dir, vielmals, vielmals, vielmals. Schlaf schon, mein Lieber. Danke dir. Danke. Ich sehe nichts. Female Ward, Male Ward. Er hat gesagt, wir sollen den Blut. Ja, die Blutfolgen, toll. Okay. In die Frauenumkleide können wir nicht rein. Oder Ward war doch. Mensch, der schwarze Sack, den haben sie schon gestern abgegeben. Mal auf sympathischer. Wassermonster bei Amnesia gehasst. Oh, nicht den Kopf verlieren.
Ist wahrscheinlich zu, weil da unten offen ist. Ja. Kannst ja mal auch trotzdem probieren. Sehr einladend, ja. Gitter. Rechts rum, frei. Halt. Oder so ähnlich. Das hört sich nach Fett hier an. Was gab's hier? Die Tür ist. Hi. Wie nein? Ja oder nein? Ja, nein. Ja, nein. Ja. Okay. Hier kann ich hoch und da kann ich durch. Durch zuerst. Ah, nicht ruckeln. Ah, wieso ruckelt das? So, jetzt gehen wir mal hoch. Und wieder runter. Toll. Wundervoll. Nein, doch. Oh. Wie die sich hier alle hängen lassen, das ist doch ein Traum. Stalagmit? Oder? Ja. Nee, Stalaktit. Tit. Auch von oben. Toll, ich sehe nichts. Fetti! Fetti ist wieder da. Oh Gott. Ich sehe nichts. Meistens da, wo Fetti am Anfang ist, ist es meistens da, wo es weitergeht. Deswegen gehe ich mal. Ah, hi Fetti. Fetti? Du siehst mich nicht. Du siehst mich einfach nicht. Tschüss, Fetti. Meine Theorie auf. Band. Kisten. Treppe. Fetti. Ich wollte es ja sehen, ja. Betty, du hörst mich nicht. Du siehst mich! Du siehst mich! Renn, du Idiot! Renn, 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 renn! Spring, spring, spring! Kletter, kletter, kletter! Tschüss, Betty! Hi! Du bist freundlich! Ja! Und dann stellt sich die ganze Zeit in den Blinden gesprochen.
Oh je. Tschüss. Ah! Wohin? Ich lauf doch schon. Ich laufe. Ich soll dem Blut folgen. Ich bin dumm. Richtig. Hi. Was. Da die Patienten wissen, dass Dr. Wernicke tot ist. Einer fragte mich, welche Experimente führt ein toter Doktor am lebenden Patienten durch? Was ist Projekt Wallrider? Ein Festmahl für die Fliegen. Ich hätte nicht gedacht, dass die Kanalisation noch schlimmer riechen könnte. Hunderte von Leichen in einem Raum, tausende von Fliegen. Ist das der Weg nach draußen? Ist das der Weg nach draußen, von dem der Priester gesprochen hat? Sterben! Demnächst rechts abbiegen. Schieben? Schieben! Ach, hat noch mehr Lärm. Blut im Blut, Blut immer dem Blut folgen. Oh. Du blutest da ein bisschen. Helfen, die Tür aufzumachen, oder was? Outlast mit Navi spielen. Oh, links rum oder rechts rum? Das ist jetzt die Frage. Das sieht richtig aus. Ah, nicht lecken. Jetzt mal, wenn ich in ein neues Gebiet komme, mag die Grafikkarte nicht mehr. Lebendig zu lebendig zu lebendig zu lebendig. Gollum. Ja, my precious. Das ist bestimmt der DHL-Bote. Ja, wunderbar. Oh, lesen. Lesestunde. Mal wieder. Journal. Krankenbericht von Rick Trager. Dieser Patient hat es leider auch nicht geschafft. Ich habe mein Bestes gegeben, aber ich bin ja schließlich nur ein Doktor. Kein Wunderwirker. Und ich bin noch ziemlich neu in diesem Geschäft. Ich lerne die ganzen Erstkniffe noch. Wie auch immer, jemand muss schließlich das Fett von dieser Katastrophe namens Projekt Wallrider wegschneiden. Wir haben viel Geld verloren, seit die Sache wegen diesem Billet gescheitert ist. Aber mir ist es gelungen, das Personal um über 80 Leute zu reduzieren. Oh Gott.
Kurzfristig gesehen bedeutet das Ersparnisse bei den Gehältern und langfristig bei den Resten, bei den Renten und den Kosten für die medizinische Versorgungen. Und ich habe viel über Biologie gelernt. Ich war mir bisher nicht ganz sicher, aber jetzt kann ich mit absoluter Gewissheit bestätigen, dass ein Mensch ohne Nieren nicht leben kann. Man lernt jeden Tag etwas mehr dazu. Er ist Doktor und weiß nicht, dass man ohne Nieren nicht leben kann. Oh, Amiland. Amiland. Und nee, Spaß. So, jetzt sind wir bei dem Stuhltypen. Guten Tag, Herr Stuhltyp. Hallo, Herr Stuhltyp. Da komm. Na, ja, da komm. Will Fleisch. Nein, mein Fleisch kriegst du nicht. Tschüss, auf Wiedersehen. Tschüss. Auf nimmer Wiedersehen. Nee. Und was ist mit dem Frühstück? Was ist mit dem Frühstück? Das ist eine gute Frage. Was ist denn mit dem Frühstück? Eine andere Tür? Nee, danke. Gibt's nicht. Nein, die gibt's nicht. Immer dem Blut folgen, haben sie gesagt. Zu spät, wie immer. Das Piratenpfad. Alter. Okay. Kimo, schreck mich erstmal. Hast du toll gemacht. Ja, zu spät. Wollen Fleisch, aber kommen immer zu spät. Linksrum, ja, linksrum lieber. Nee, ich bin nicht der Wallrider. Ich bin, Klaus Kleber. Hä, du sollst da drüber springen. Hallo. Danke. Hey, das war nicht nett. Nee, Klaus Kinski nicht. Dafür verfluche ich zu wenig, leider. Da ist noch eine andere Tür. Hier entlang. Toll. Was, die spielen Hide and Seek? Tschüss. Ja, du kriegst deine Rente schon noch. Ja. Mach auf. Hoch. Ah, ist ja schon gut. Priester? Ah, nein! Hi, Doktor. Hey, you're that bullshit priest's guy, aren't you? Klaus Töpfer. His witness or whatever, you must be exhausted. Let's take a break, huh, buddy? The old 2 martini lunch? Have a little confab, blah blah. Heavier than you look. A little cardio wouldn't kill you. Okay, here we go. Arms and legs inside the car at all times. Ich darf Rolli fahren. Sehr schön. Ich bin auf Druck. Doktor. Leck nicht so rum, Doktor. Ausgang! Ja! I love the mountain air up here at night. You wanna head out and take a stroll? Go ahead, I'll wait here. Go on, run free! I'm in no hurry. No? Alright. Nose to the grindstone, I like that. Okay then, right this way. Oh. Du da. Du hast keine Hose an.
You're putting that tongue to any use anyway. Truth be told, I was just tired of licking my own nose. Hat ihm die Zunge rausgeschnitten für seinen Brief. Oh Gott. Sympathisch, der Doktor. Thanks so much for coming by. We'll begin your consultation in a moment. We'll just... Ah, das sieht doch steril aus. And, well, movies. And it'll give us a chance to talk. Du hast immer noch keine Hose an. You know, I'm a bit worried how much time you've been spending with Father Martin. I know, I hope you haven't been letting him confuse you with all this... Spielzeug. ...holier-than-thou, Bible-thumping. Spielzeug. No offense to the man, but I sometimes worry he might just be a little bit crazy. Krieg ich eine Rasur? It's understandable if people get scared. There's like to turn to God as anything else. God died with the gold standard. We're on to a more concrete thing. You have to rob Paul to pay Peter. There's no other way. Murder in it is the simplest form, but what happens when all the money's gone? All money becomes a matter of faith. And that's what I'm here for. To make you... Schere. Believe. You paying attention? Don't pass out on me. There's still a lot for you to absorb. Schnipp, schnapp, Finger ab. Bin ich jetzt ein Assassine? Ich will meine versteckte Klinge. Warte. Links kriege ich eine Klinge und rechts kriege ich nichts. Oh, schade. Ja. Kommt eh später noch Katie mit Hausflipper vorbei. So. Warte. Der hat doch immer seine Hand an die Türen gehebt. Warte. Ah, ja. Ja. Du lispelst etwas. Nobody! If I do, he'll kill you. He's coming now. Trigger! Ruft er gerade den Doktor? Oh, er ruft den Doktor! Nein! Ich bin nicht unter Bett. Nein, ich bin nicht unter Bett. Warum sind es zwei Türen? Nein! Wohin? Hi! Tschüss! Autsch! Leckst du jetzt schon wieder so? Ich mach den mal auf. Ich bin so freundlich. Okay, Katie, dann vielen, vielen, vielen lieben Dank nochmal für dein Follow, denn für dein Sub, für dein Host. Vielen, vielen lieben Dank, Katie. Schlaf schön und bis bald. Danke dir vielmals. Schlaf schön. Oh. Da. Jetzt auch noch vielen, vielen Dank für den Pfund. Danke dir vielmals. Vielen, vielen lieben Dank. Und jetzt klappt jetzt wieder mit den Alerts, dass sie nur noch einmal abgespielt werden.
Danke dir. Bis bald. Jetzt ruckelt es nicht mehr, das ist super. Ah, hallo, Doktor. Tschüss, 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 Doktor. Here's Johnny. Hey, nobody likes a quitter. Wo sind deine Füße? Er ist rausgegangen. Oh, Doktor. Doc Ock. Dr. Octavius. Dr. Strange. Dr. Edgar. Was der pürcht? Wegen Wir hatten das erste, ja. Aber was ist mit dem zweiten Frühstück? Ich muss den Bot hauen. Halt die Klappe, halt die Klappe. Hier gibt's nichts. Hier gibt's auch nichts. Du! Oh Gott! Kannst nicht! Vorbei! Oh Gott! Doc? Bist du hier? Ah doch, da ist der Doc. Der schaut unter den Betten nach. Ich bin nicht da. Nix holt ab, der. Das heißt, Toto holt allein. You shall not pass. Oh, hi, Doc Brown. Zurück in die Zukunft und so. Das nackte Überleben. Jetzt neu auf Kabel 1. Nee, warte. Wo ist mein Bett? Da ist mein Bett. Reloading! Und wenn ich an ihm vorbeirenne? Warte! Wenn ich an ihm vorbeirenne... Du sollst die Tür aufmachen! Du sollst die blöde Tür aufmachen und dann wieder schließen. Okay. Ja, Kim. Wär schon noch Free TV, dann halt beim Discovery Channel Kids oder keine Ahnung. Oh je. Hi. It's me. Where are the survivors? Nein, das habe ich noch nicht wegbewegt. Moment. So war's nicht geplant, Doc. Doc Ock. Lass mich durch, ich bin
Lass mich atmen, ich bin durch. Da. Schön, dass es zwei Türen gibt. Moin Pikes, moin Wolki! Freut mich, dass ihr da seid, ihr beiden. Moin ihr Lieben. Ja, wunderschön. Habt ihr Batterien für mich? Bin ich jetzt schon wieder gelandet? Toilette. Gibt's hier irgendwas? Lesestoff. Im Herrenklosett, ja, was zu lesen. David Annapurna. Betreff Antrag auf Versetzung. Sehr geehrte Damen und Herren, dies ist meine dritte Bitte um Versetzung nach 2 Monaten ohne Antwort. Ich möchte nicht mehr in Mount Massive arbeiten. Ich war mein ganzes Leben lang in der Krankenpflege tätig, habe aber noch nie ein derartiges Ausmaß an Heimlichtuerei und Respektlosigkeit erlebt. Ich habe sogar den Verdacht, dass manche der Patienten möglicherweise missbraucht werden. 2 Fälle, die in die Kellerstation verlegt wurden und noch nie wieder zurückkamen, sind mir persönlich bekannt. Falls ich auf diese E-Mail keine Antwort erhalte, sehe ich mich nicht nur zu einer Kündigung gezwungen, sondern ziehe außerdem in Erwägung, mich an die Presse zu wenden. Erpressung? Ich glaube, der lebt nicht mehr. Das Kreuz. So. Ich habe am Anfang gelesen, das erinnert dich sehr an H&M, habe ich gelesen. Oh Gott. Oh, Schlüssel. Elevator. Nein, danke. Im Klosett. Bin hier doch irgendwie runtergekommen, oder? Nee, falsches Klosett. Eieieiei. Jetzt mal rein oder kommt er gar nicht? Ah, da ist er. Ich hab das Loch gefunden. Nein. Nein. Nein, 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 nein. Na, jetzt mal. Nein! Sonst. Ja, mach doch, was du willst!
Moment, ich komme sofort. Moment. Ich muss den Fahrstuhl finden. Nein, das ist nicht der Fahrstuhl. Vielen lieben Dank, Wolki, für den Follow. Vielen lieben Dank, danke dir, mein Lieber. Oh Gott. So. Hier ging's nicht, da vorne und dann links abbiegen. Ja, da Elevator. Elevate mich bitte. Feuern! Oh Gott. Tobi. Sehr schön. Und wir haben den Schlüssel und los geht's. Wo? Ah, hi! Lange nicht mehr gesehen, du. Lässt das sich schon wieder so hängen? Kann ich dich rasieren? Hallo? Was hat denn der für Finger? Oh, Notiz. Schritt 1, drücken. Was? Was drücken? Drücken? Den da drücken? Nee, glaube ich nicht. Schritt 1, drücken. Nein, 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 den drücke ich nicht. Ganz sicher nicht. Oh. Wenigstens gepolstert. Nach oben oder nach unten? Der Ausgang ist nach unten, also gehen wir nach oben. Was? Wir müssen nach unten? Richtung Ausgang? Du sollst nachladen. Merci. Ach mit. Da ist zu. Da ist zu. Wer spielt denn hier schon wieder Klavier? Thank God, you survived. Martin. Hi. I feared that secular maniac would carve you up like the others. Meet me outside. We're close now. Nein, gar nicht. Ist ja doch ganz zufällig beide gleichzeitig im Trailer schien. Stoff zum Lesen. Betreff Annapurna, Angestellten Nummer 53 1920.
Sehr geehrter Mr. Walsh, bitte akzeptieren Sie die sofortige Kündigung von Krankenpfleger 5329 David Annapura und behandelt Sie ihn fortan als Patient von Mount Massive zur Behandlung seiner wahnhaften Verfolgungsängste. Die Behandlung sollte bis zum Eintritt eines Todes fortgesetzt werden. Vielen Dank. Dieser David Annapurna ist der, der versetzt werden wollte. Der Krankenpfleger, der versetzt werden wollte. Ja, ist wohl jetzt selber Patient. Moin, Lin! Schön, dass du vorbeischaust. Hoffe, dir geht's gut. Aje. 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 Nee, wenn das von dem Video habe ich nicht am Laufen. Ich habe das, was du mir gezeigt hast, am Laufen. Ich hoffe, es läuft wieder. Moment, ich muss selber den Stream kurz nochmal aufmachen. Wunderbar. Ja, ich habe meine CPU ist halt auf 4% ausgelastet die ganze Zeit. Maximal 6%, deswegen. Aber gerade ging es ja die ganze Zeit. Aber jetzt läuft es ja wieder. Ja, dann kann ich es gerne probieren. Ja, mache ich dann beim nächsten. Und lesen mal wieder. Sehr schön. Wenn Sie Dinge sehen, geben Sie Bescheid. Eine psychopathologische akute Belastungsreaktion ist keine Schande. Sprechen Sie mit Ihrem Vorgesetzten, um Hilfe von einem Murkoff-Erfolgsberater zu erhalten. Ja, am besten erst beim nächsten Mal. Ja, hatte ich auch so vor. Brandbreitentest, ich habe eingestellt, dass er 6K Bits ziehen soll und ich habe die ganze Zeit 10K Bits. Der ist immer im grünen Bereich bei OBS. Das ist, glaube ich, wirklich am Codieren, weil es hilft, ich brauche irgendwas unter meinem Laptop, dass die Lüfter besser lüften, weil ich habe auch Lüfter am Boden und früher hatte ich immer Sachen unterm Lappy, dass er besser lüftet, aber jetzt habe ich es vergessen. Deswegen hebe ich auch immer, wenn ich lese, den Lappy kurz hoch. Es ist kein Wasser im System. Öffnet das die Ventile. Gibt es hier eine Karte oder so für die Ventile? Babs got a blue laundry. Dann gehen wir mal ins Fetti! Laundry. Ich gehe mal Wäsche waschen. Eieiei. Hier gar nichts. Mensch. Fetti, wieso hast du mich hierher getrieben? Fetti? Ach Gott. Moin Terra.
Vielen, vielen, vielen lieben Dank für den Wort, mein Lieber. Danke dir. Oh Gott. Oh, Batterie. Einfach im Kreis rennen. Fetti ist fett. Eins. Und jetzt rechts rumrennen. Und er hat mich nicht mehr. Oh Gott. Ich gehe einfach darüber. Von da kam ja Fetti vorhin. Fetti, guckst du die Wand an? Ich renn mal durch. Die wahren Jumpscares sind wirklich ihr, ja. Wunderbar. You can go next if you're a good little baby. Tomatensuppe. Ja. Oh. Wasser ist an. Ah, sehr schön. No complaining now. We have to wash every little part. Ja, Tomatensuppe wahrscheinlich hat ein Stinktier angepupst. Da hilft Tomatensuppe immer, gell? Oh Gott. Wo ist Fetti? Da ist Fetti. Ich schon wieder hier. Zwei Ventile. Hier geht's nicht weiter. Das muss beim Fetti sein. Linksrum geht's nicht. Ah, hi. So. Schlaf schön, Lin, und danke fürs Vorbeischauen. Ich wünsche Ihnen eine wunderbare gute Nacht und noch ein schönes Wochenende. Bis bald. Er hört sich so nah an und doch so fern. Hä? Wo ist er? Laundry sollte doch irgendwas sein. Hä? Ich war blind. Ich bin blind. Lass mich Arzt. So gut. Ja, was gibt's gesagt? 21 Uhr. Jetzt schon wieder gelandet. Hier wollte ich doch gar nicht hin. Ich wollte da, wo es gebrannt hat, hin. Cafeteria, da wollte ich hin. Ich sehe nichts.
Ja, trinken ist ja wichtig. So, wo ist meine Flasche? Da. Wunderschön. Das sieht nach Ausgang aus. Oh Gott, das will. Warte, das muss ich kurz im Stream schauen. Oh Gott. Exit! 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 Gibt's hier noch was zum... Ja, da. Loot ist immer gut. MK Ultra Programm. CIA. Akte. Betreff Sonderprojekt Bluebird. Allgemeines Problem in den letzten Monaten hat Bluebird versucht, mit Hilfe von Forschung, Analyse, Bestimmungen und Anwendung herauszufinden, welchen Wert, falls überhaupt, SI- und H-Techniken, Schlafinduktion und Hypnose über Kriegsprobleme und spezielle Probleme in der Agency haben. Drittens, können wir durch Post-Age-Kontrolle eine Handlung steuern, die der grundsätzlichen Moral einer Person widerspricht? Siebtens, können wir unter allen Umständen eine vollständige Amnesie garantieren? Achtens, können wir die Persönlichkeit einer Person verändern? Wie lange hält diese Veränderung an? Wie funktioniert eine Schlafinduktionsmaschine genau? Eieieiei. So, Exit. Suche Vater Martin. Martin Luther, wo bist du? Du bist doch da mit deiner Taschenlampe rum. Vielen lieben Dank für den Hausterror. Danke dir vielmals. Okay. Schlaf schon, Terra. Freut mich sehr, dass du vorbeigeschaut hast. Vielen lieben Dank für den Follow. Vielen Dank für den Host. Danke dir vielmals. Schlaf schön. Bis bald. Ich finde den Pater nicht. Bist du der Pater? Nein, du bist eine Lampe. How alive are you? So halbe, würde ich behaupten. Ich kenne nicht einmal deinen Namen, aber ich sehe dich als einer von meinem Blut an. Mein Paul. Ich heiße Paul. Hoffentlich hast du nichts dagegen. Und ich hoffe, dass du nicht dem Selbstmitleid und der Angst verfällst, dass dein Leiden größer sein könnte als alles andere. Wir alle müssen das ertragen und du hast es fast geschafft. Es gibt keinen anderen Weg in den Himmel als über das Kreuz. Und jeder braucht die Hilfe eines anderen, um die Nägel einzuschlagen. Ich bin für dich da, ich warte auf dich. Ja, toll, hast es toll gemacht, Pater. Ah, hi. Pater Noster? Oh Gott. Jetzt bin ich von der Treppe gefallen. Hi. Du lässt schon wieder gefallene Seefahrer auf mich los. Das gibt's doch gar nicht.
Nein, das ist kein Schlüssel. Das ist ein Schlüssel. Nein, das ist eine Batterie. Wo ist ein Schlüssel? Ich will einen Schlüssel. Da ist ein Schlüssel. Und da ist ein Schraubenschlüssel. Ich sehe nix. Ah, Baum. Nicht den Velocipast. Ja, Tobi. Oh, der Velocipast. Nein. Gott steh mir bei. Ich glaube, ich habe den Wallrider gesehen. Nee, das ist immer noch der Lowrider. Velocipast. Gesagt, ich mache keine Jump-Runs. Hey! Darf ich mich zu dir hocken? Darf ich dich schucken? Darf ich dich treten? Nö. Oha! Alter Kim. Aufs Dach springen. Sehr schön. Geht's hier runter? Nein. Eieieiei. Runtergeklatscht. Hier ist eine Tür. Hier stand ich vorhin. Ja, hier stand ich vorhin. Wo der Pater mir nennt, hinterlassen. Du erschreckst dich nicht an den vorgeschiedenen Stellen, als muss ich nachhelfen. Und was ist mit dem Frühstück? Wir hatten das erste Jahr, aber was mit dem zweiten Frühstück? Mach Fenster zu, zieht. Prison Block. Wir kommen ins Kittchen, wir kommen ins Kittchen. Da geht's runter. Jetzt hier lang. Ah, hi. Bist du von der Müllabfuhr? Wir sind die sechs von der Müllabfuhr. 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 Wir fahren raus um 7 Uhr. 7. So kenne ich das nicht. Ach, okay.
Eieiei. Ich höre Fetti. Ich sehe Fetti. Tschüss, Betty. Ei. Ich sehe nichts. Muss da runter. Geh da runter. Geh da runter. Mach was. Oh. Anstatt auf den Platten drauf zu springen, wo es weniger weh tut. Oder wo es nicht so tief ist, legt er sich erstmal. So, was gibt's hier? Fetti sollte noch drüben abgeblieben sein. Danke, Blitz. Ja, Fetti sollte noch drüben abgeblieben sein, oder? Fetti sollte noch drüben abgeblieben sein. Ja, ja. Dann finde Pater Martin in der Frauenstation. Was machen? Ich hätte einen Pater eher in der Kinderstation erwartet, aber in der Frauenstation wieder. Ja. Notizen. So viel Blut im Wasser, ich kann es riechen, als hätte ich wie in Kindertagen einen Penny in den Mund gesteckt. Das Wispern ergibt mehr Sinn. Ich halte auch schon nach atmosphärischen Störungen. Es ist wie ein Jucken. Morgen. Schlafchen, Tobi. Danke fürs Vorbeischauen. Danke für den Host. Danke für den Follow. Und ja, ich wollte mal in Ark vorbeischauen. Auf jeden Fall. Schlafchen, Tobi. Bis bald. Die oh Gott. Nicht die Feuerwehr. Nein, nicht dieses Lied. Understand, but not yet. Even Abraham had to cast his eyes to the ground. Abraham Lincoln? Soon! This way! Revelation is at hand! Sind wir doch in. Wir sind in Assassin's Creed Revelations. Jetzt ist es raus. Jetzt ist es raus. Hast du was für mich? Hör auf zu lenken. Hör auf zu lenken. 15 Minuten hältst du noch aus. Ich hab gesagt, 15 Minuten hältst du noch aus. Ich hab gesagt, du hältst noch aus.
Die Tür ist zu. Ja, ist sie. Waschmaschine. Leben länger mit Kalko. Notizen. Das Geräusch in der Maschine ist wie das Geräusch in meinem Kopf, wenn der Warrider erscheint. Ich blinzle und sehe atmosphärische Störungen, etwas anderes, etwas Glattes und Dunkles, das hinter meinen Augenlidern auftaucht. Mich mit Organen anstatt, die ich mir nie hätte vorstellen können. Aber das Geräusch stammt auch aus der Maschine. Es kommt von hinter der Wand. Ich kenne es. Achso. Ich mache noch circa 14 Minuten. 14 Minuten. Halbe wollte ich Schluss machen. Bald schon zu. Ich muss noch duschen, ich muss noch essen. Und dann halt später irgendwann mal schlafen gehen. Was kommt hier hin? Batterie. Yes, yes, yes. Hier ist nämlich. Ich dachte, das wäre eine Frauentrakt. Oh, Rolli schon wieder. Kannst du dich nicht festheben? Ah. Gibt's hier unten? Komm ich von da? Nein, so dunkel war es hier nicht. So war ich hier nicht. Ah, hi. Du hast ein Stecken in der Hand. Nee, du hast eine Machete in der Hand. Dann hatte der Machete in der Hand. Das noch lesen, bevor mich abgestochen hat. Lass mich lesen. Danke. Gesetz zur Offenlegung von Kriegsverbrechen. A. Projekt Paperclip bietet die Möglichkeit, Spezialisten aus dem Ausland für spezielle technische Aufgaben innerhalb der Army, Navy und Air Force heranzuziehen. Projekt 63 ist in erster Linie ein Verhinderungsprogramm mit großem Nutzen. Ziel des Programms ist, bestimmte herausragende deutsche und österreichische Spezialisten in den Vereinigten Staaten zu beschäftigen und dadurch zu verhindern, dass sie für potenzielle Gegner arbeiten. Oh nein, Kim. Oh. Kann ich da jetzt rüberspringen, bitte? Komm schon, das packt der doch. Ja, packt der auch. Sehr gut. Okay, Martin. Ich heiße Martin. Oh Gott. Nein, eigentlich ist es Marvin, aber. Wäscheschacht. Sehr toll. Machete habe ich gehört. Oh.
heißt Drive in the Nails? Fahr in die Nägel? Ist das ein anderes Wort für Fahr zur Hölle? Fahr in die Nägel? In the nails. Hi. Pray for revelation. Bete für Enthüllung? Nicht, der soll sich doch nicht enthüllen. Bist du freundlich? Der hat ein Fleischerbeil. Der hat ein Fleischerbeil. Tschüss. Invite the Wall Rider. Ich will ihn aber nicht einladen. Ich will ihn ausladen. Arzt. Boah, nicht der um so rum, du. Von da komme ich ja. Hier kommt aber nicht rüber, oder? Zu spät, wie immer! Das Piraten! Jetzt muss ich rechts rumgehen. Hier gibt's nichts. Nein. Ja. Kane. Nein. Weg. Ja, dann geh halt weg. Was ist der Schlüssel überhaupt? Das ist die Frage, die ich mir gerade stelle. Nee. Nee. Ja. Tschüss.
Weg, weg, weg. Oh, mit Leberkäse. Hast du toll gemacht. Hast du klasse gemacht. Du bist so ein Held. Jetzt der Schacht, der neue. Warte, der Schacht müsste genau drunter sein. Ah, nicht lenken. Ja, hier genau drunter sein. Matt. Oh Gott. Da war ein Loch. Da war ein Loch. Den habe ich vergessen. Tode habe ich zwei. Zwei? Ne, drei. Drei. Machete-Typ. Der Fetti! Der war nicht hier. Und Fallschaden. Drei Tode. Laundry. Wäsche. Ja, dann müsste im Laundry Room sein dann. Laundry Room. Wenn der Wäscheschacht runtergefallen ist, dann muss er doch hier sein. Ah, hi. So. Was ist jetzt der Schlüssel? Das Brennen? Ich bin nicht das einzige Opfer hier bei weitem nicht. Ich habe meinen Mann gesehen, der verbrannt ist und schon tot gewählt hat. Nur bin ich an diesen Opfern. Okay. Was sind die Aufgaben gerade? Hallo. Tab war es doch, oder? Benutze die oberen Stockwörter, um zu Pater Martin zu gelangen. Den Schlüssel für den zweiten Stock. So. Aber speichern und beenden. So. So. Vielen, vielen, vielen lieben Dank euch fürs Zuschauen. Vielen lieben Dank auch an die Lurker-Ecke. Danke euch vielmals. Und danke für die ganzen Follows, Subs, Host, Raids. Hat mich sehr gefreut, dass es geklappt hat. Trotz den drei, ja, Aussetzern mit dem Encoding-Failern. Drei oder vier Aussetzer waren es. Und nach 60 Sekunden Stream, ja! Und vielen, vielen lieben Dank euch. Danke auch dir, Kim, für die Playlist. Für die beiden. Die habt ihr beide von ihr geklaut. Die Dunheim-Playlist und die Game-OST-Playlist. Danke dir. Und ich wünsche euch noch ein wunderbares Wochenende. Und ja, das muss ich noch mit dir oder Reggie oder so schauen. Weil ich weiß auch nicht, was da los ist. So. Verworfene Frames habe ich 6, okay, ja, jetzt 26. Also 0,0% steht da. Aber, ja. Danke euch vielmals für alles und bis bald, ihr Lieben. Tschö.